Danke, Frau Wissler. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Ihr Vorsitzender Herr Wagner zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau Kollegin Wissler, ich glaube, Ihre Rede hätte eine zweite Tonlage gut getan, weil 40 Minuten in dieser Tonlage, das war schon relativ anstrengend, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Ich habe mich ein bisschen an die 11. Feuerbach-These von Karl Marx erinnert gefühlt. Für alle, die nicht so bibelfest sind, die 11. Feuerbach-These von Karl Marx lautet, Frau Kollegin Wissler, Sie wissen es, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das hat Karl Marx im 19. Jahrhundert geschrieben. Der Linken, Frau Kollegin Wissler, im 21. Jahrhundert rufe ich zu, es reicht nicht, die vermeintlich perfekte Welt nur zu beschreiben. Man braucht auch eine Idee, wie man real etwas in dieser Welt verändert. Und diese Antworten bleiben Sie konsequent schuldig, Frau Kollegin Wissler. Sie bleiben Sie konsequent schuldig. Wir erreichen für Gerechtigkeit in unserem Land nichts, wenn Sie alle Ihre Vorhaben mit Steueränderungen auf Bundesebene finanzieren wollen, die es aber real nicht gibt. Das hilft keinem einzigen Menschen in unserem Land, meine Damen und Herren. Es hilft niemandem etwas, wenn DIE LINKE sich in ihren eigenen Selbstgewissheiten ständig bestärkt und auf ihrem Landesparteitag beschließt, dass sie eigentlich keine der hier im Landtag vertretenen Fraktionen für in irgendeiner Weise für eine Zusammenarbeit geeignet hält. Frau Kollegin Wissler, dann erzählen Sie weiter Ihr Zeug, aber dann sagen Sie den Menschen auch, Sie wollen gar nichts wirklich ändern, weil Sie zu Kompromissen und zur Zusammenarbeit mit anderen nicht bereit sind. Diese Koalition geht einen anderen Weg. Wir haben unseren Koalitionsvertrag vor 4 Jahren geschlossen unter der Überschrift Verlässlich gestalten, Perspektiven eröffnen. Und, meine Damen und Herren, wir haben Wort gehalten. Wir haben verlässlich gestaltet in den Bereichen, in denen Hessen auf einem guten Weg ist. Das haben wir fortgesetzt, das haben wir vertieft. Und deshalb können wir sagen, Hessen war, ist und bleibt ein wirtschaftsstarkes und ein sicheres Land. Wir haben aber auch Perspektiven eröffnet. Wir haben den Kurs geändert, wo es uns notwendig erschien, neue Akzente zu setzen. Und deshalb gehört beides zusammen. Hessen war und ist und bleibt ein wirtschaftsstarkes und sicheres Land. Und Hessen ist in den vergangenen 4 Jahren grüner und gerechter geworden, meine Damen und Herren. Und genau diesen Kurs setzen wir mit diesem Doppelhaushalt jetzt fort, und wir nehmen auf diesem Kurs noch einmal mehr Fahrt auf. Und ich fand es ja bemerkenswert, dass vonseiten der bisherigen Oppositionsrednerinnen und Redner zu dem eigentlichen Haushalt und zu dem, was in diesem Haushalt steht, erstaunlich wenig gesagt wurde. Es war schon eine dramatisch hohe Flughöhe, um nicht über diesen Haushalt reden zu können und reden zu müssen. Und ich werte das einfach mal als Zustimmung zu vielen Maßnahmen, die in diesem Haushalt stehen, meine Damen und Herren. Ich werte das als Zustimmung dazu, dass wir mit diesem Haushalt die Beitragsfreiheit für die ersten 3 Kindergartenjahre umsetzen und dass wir die Qualität im Kita-Bereich verbessern. Ich werte das als Zustimmung dafür, dass wir das Sozialbudget, das Menschen in schwierigen Lebenslagen hilft, auf über 100 Millionen € erhöhen. Ich werte es als Zustimmung dafür, dass wir die Mittel für den sozialen Wohlstand
Wohnungsbau mit diesem Haushalt vervierfacht haben werden. Vervierfacht haben werden gegenüber der früheren Förderperiode. Ich werte es als Zustimmung, dass auch die Opposition der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an unsere Schulen zu bringen und damit erstmals systematisch vom Land in die Sozialarbeit an Schulen einzusteigen. Ich werte es als Zustimmung für den Frau Kollegin Wissler, ich werte es als Zustimmung für den integrierten Klimaschutzplan, mit der Hessen seiner Verantwortung zum Schutz des Klimas gerecht wird. Ich werte es als Zustimmung, Frau Kollegin Schott, und wenn Sie dann mit der Emotion auch noch hochgehen, sogar als emotionale Zustimmung zu der Rekordförderung für Busse und Bahnen, zu der Rekordförderung für den Radverkehr, zu dem Schülerticket, zu dem Jobticket, zu zusätzlichen Stellen im Bereich der Bildung, bei der Polizei, bei der Justiz und der Steuerverwaltung, dass Sie all das nicht erwähnt haben, folgt dem klassischen Prinzip einer Opposition. Nett geschimpft ist genug gelobt. Das haben wir verstanden. Vielen Dank für das, was der Opposition an Lob für diesen Haushalt möglich war. Meine Damen und Herren, andere Landesregierungen wären doch froh, wenn sie das Programm, das ich eben für zwei Jahre für diesen Haushalt beschrieben habe, in einer gesamten Legislaturperiode hinbekommen würden. Wir machen es in zwei Jahren, weil wir dieses Land gestalten wollen, weil wir dieses Land ökologischer und gerechter machen wollen, meine Damen und Herren. Und diese Schwerpunktsetzung machen wir eben nicht zulasten kommender Generationen. Es ist der erste Haushalt in Hessen seit 50 Jahren, der im Entwurf ohne neue Schulden auskommt. Zum ersten Mal seit 50 Jahren gelingt uns das. Und wir werden im Jahr 2019 sogar damit beginnen, alte Schulden zurückzuzahlen. Wir investieren in die wichtigen Bereiche in unserem Land, und wir tun das ohne Schulden, und wir zahlen sogar noch Schulden zurück. Das ist dieser Kurs dieser Koalition, meine Damen und Herren. Und das alles ist möglich, weil wir gute Steuereinnahmen haben. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Es ist aber auch möglich, weil wir in den vergangenen Jahren eine seriöse, eine manchmal schmerzhafte Finanzpolitik gemacht haben, weil wir eben der Versuchung widerstanden haben, allen alles zu versprechen. Deshalb haben wir heute die Spielräume, solche klaren Akzente zu setzen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, ist eben genau der Unterschied zu dem, wie Sie Haushaltspolitik und wie Sie generell Politik hier in diesem Hause machen. Das hat nämlich mit seriöser Finanzpolitik, mit dem Finanzieren Ihrer Vorhaben einfach überhaupt nichts mehr zu tun, meine Damen und Herren. Und bevor ich zu dieser Finanzpolitik der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten komme, ein Satz noch. Der Kollege Schäfer-Gümbel hat uns ja, sollte, glaube ich, freundlich zugewandt angesprochen, was er als Sozialdemokrat von den GRÜNEN erwartet. Meine Damen und Herren, das kennen wir seit mittlerweile 39 Jahren, seit der Gründung der GRÜNEN, dass uns Sozialdemokraten erklären, wie sie sich die GRÜNEN wünschen, dass Sozialdemokraten sich wünschen, dass die GRÜNEN die Träume der Sozialdemokraten erfüllen. Wir sind nicht euer Beichtstuhl. Merkt es euch ein für alle Mal, wenn ihr Mist baut. Wir sind nicht der Beichtstuhl der Sozialdemokratie. Wenn ihr Mist baut, wenn euer Bundesaußenminister sagt, nach Afghanistan kann man abschieben, dann ist das eure Verantwortung, dann könnt ihr das nicht bei uns abladen. Eure Verantwortung.
die Haushaltspolitik der SPD, und darum geht es ja in der Generaldebatte auch, was sind die Alternativen, was sind die Alternativen der Opposition? Und es ist das Kontrastprogramm zur seriösen Finanzpolitik dieser Regierung. Das Konzept der SPD lässt sich leicht zusammenfassen. Mehr von allem. Mehr von allem. Ich darf das einmal aufzählen, und ich bitte die Sozialdemokraten zu sagen, wenn irgendeine der Forderungen, die ich jetzt hier vortrage, nicht von Ihnen in den vergangenen Monaten erhoben wurde. 1 Milliarde mehr für den kommunalen Finanzausgleich, 500 Millionen mehr für den sozialen Wohnungsbau, 240 Millionen mehr für die Beamtenbesoldung, 230 Millionen würde der Verzicht auf die Erhöhung der Grunderwerbsteuer kosten, die die SPD fordert, 80 Millionen würden die zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur kommen. Kosten. 70 Millionen würden es kosten, alle Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer nach A13 zu bezahlen. 45 Millionen würde die Reduzierung der Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten kosten. Die SPD hat zu keinem der Punkte widersprochen. Alles Forderungen der Sozialdemokratie aus den letzten Monaten. Auf jedes erdenkliche Problem in unserem Land lautet die Antwort der Sozialdemokratie mehr von allem. 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro waren allein das, was ich eben vorgetragen habe. Mehr von allem ist das Konzept der Sozialdemokratie. Und damit wir uns richtig verstehen, natürlich sind da wichtige Themen dabei. Natürlich müssen wir an diesen Themen arbeiten. Aber, meine Damen und Herren, wer allen alles verspricht, der verspricht in Wirklichkeit niemandem etwas. Das ist die ganz einfache Konklusion. Und wer jetzt genau zugehört hat, den ist aufgefallen, dass ich einen, ja, es ist ja letztendlich ein Wahlversprechen der SPD, gar nicht erwähnt habe. Die Sozialdemokraten in diesem Haus haben einen Gesetzentwurf vorgelegt mit Plänen, was sie im Bereich der Kinderbetreuung verändern wollen. Und dieser eine Gesetzentwurf kostet 720 Millionen Euro. Das ist keine Zahl, die wir GRÜNEN uns ausgedacht haben. Das steht im Gesetzentwurf der SPD. 720 Millionen Euro für ein einziges Vorhaben, neben den 2 Milliarden Euro, die Sie schon in all den anderen Bereichen ausgegeben haben. Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, selbst die Linke fordert im Bereich der Kinderbetreuung weniger als Sie. Und das ist ja durchaus überraschend. Das ist ja durchaus überraschend, weil die Linkspartei ist ja normalerweise definiert als SPD-Forderung plus 10%. Und wenn jetzt sogar DIE LINKE weniger fordert als die Sozialdemokratie, dann haben Sie endgültig jeden Pfad einer realistischen und seriösen Politik verlassen, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokraten haben ihre Kita-Pläne selbst, ich zitiere, als großen Wurf bezeichnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, ich glaube, der große Wurf wird für Sie zum Bumerang. Weil es endgültig, jetzt fragt der Kollege Decker, warum? Weil endgültig klar wird, dass Ihr Prinzip mehr von allem ist. Dass Ihr Prinzip ist, Sie versprechen allen alles. Sie kümmern sich nicht um eine Prioritätensetzung. Sie geben 3 Milliarden Euro aus für Ihre Forderung. Jeder weiß, und Sie wissen es hoffentlich auch, dass das nicht gehen wird, dass man solche Beträge nicht innerhalb von wenigen Jahren umschichten kann im Landeshaushalt. Und wenn Sie das weiter behaupten, dann ist das Wählertäuschung mit Ansage. Und das muss man auch ganz klar hier so benennen. Es ist Wählertäuschung mit Ansage. Und Sie müssen sich jetzt wirklich einmal entscheiden, wenn Ihnen Ihre Pläne zur Kita-Betreuung, und ich habe da inhaltlich durchaus viel Sympathie dafür,
für eine Beitragsfreiheit für alle Eltern. Habe ich durchaus eine gute Sympathie, große Sympathie dafür. Wenn Ihnen diese Forderung so wichtig ist, die allein 720 Millionen € kostet, dann muss die Sozialdemokratie jetzt den Mut haben und jetzt die Kraft haben, dass das auch Ihre einzige Forderung ist für die nächste Legislaturperiode. Dann sind Sie in der Nähe einer glaubhaften Finanzpolitik. Dann können wir darüber reden. Aber was nicht funktioniert ist, heute fordern Sie 720 Millionen € für die Kita-Betreuung. Morgen fordern Sie 1 Milliarde € für den KFA. Übermorgen fordern Sie 500 Millionen € für den Wohnungsbau. Drei Tage später fordern Sie 250 Millionen € mehr für die Beamtenbesoldung. Dann 230 Millionen € weniger aus der Grunderwerbsteuer. Dann 80 Millionen € für die Infrastruktur. So funktioniert es eben nicht. Wenn Sie glaubwürdig Politik machen wollen, dann sagen Sie, ja, die Kita-Pläne stehen im Zentrum und alles andere nicht mehr. Dann haben wir eine Basis für eine seriöse und für eine vernünftige Auseinandersetzung. Worum es letztendlich geht, ist die Kraft zu einem Gesamtkonzept und eben nicht allen alles zu versprechen. Und wenn ich bei dem schlüssigen Gesamtkonzept bin, meine Damen und Herren, sollte es da nicht einmal einen Hessenplan geben? Einen großen Hessenplan, den die Sozialdemokratie angekündigt hat. Was ist denn eigentlich aus dem großen Hessenplan geworden? Ich habe hier einen Artikel mitgebracht vom 25. November dieses Jahres aus dem Wiesbadener Kurier von Christoph Kunz unter der Überschrift „Der lange Weg zum neuen Hessenplan“. Ich zitiere. Auch Thorsten Schäfer-Gümbel hat immer mal wieder von einer Neuauflage des Hessenplans geschwärmt. So hieß es im März 2011 in einem Medienbericht über seinen Besuch in Schotten. Der SPD-Vorsitzende kündigte für 2012 einen Hessenplan an, in dem die soziale Gleichstellung und der berufliche Aufstieg Kernelemente sein sollen. 2011 der Hessenplan, der große Hessenplan, erstmals urkundlich erwähnt. Heute sind wir sechs Jahre später, und es liegt immer noch kein kleiner oder großer oder überhaupt ein Hessenplan zu von so einer Opposition. Mit der führen wir gern die Debatte, wer hier tatkräftig Politik macht, meine Damen und Herren. In sechs Jahren nichts hinbekommen, nichts hinbekommen. Und dann wollen Sie ja über das Hessen von morgen sprechen. Das Hessen von morgen sprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Hessenplan ist aber ein Instrument von gestern. Mit dem großen Hessenplan hat Georg August Zinn, unbestritten einer der großen Ministerpräsidenten unseres Landes, in den 50er und 60er Jahren seine Politik beschrieben. Aber das waren halt die 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wer das Hessen von morgen gestalten will, der darf nicht auf die Instrumente von gestern setzen, meine Damen und Herren. Und während die Opposition noch einen Plan sucht, haben wir einen Plan. Handeln wir entschlossen seit 4 Jahren und mit diesem Doppelhaushalt. Wir haben einen klaren Kurs, wir setzen klare Prioritäten, und ich will Ihnen das in ein paar Bereichen beschreiben, wo sich auch die Richtung der Politik geändert hat oder wo wir uns sehr deutlich unterscheiden von dem, was vielleicht andere Fraktionen hier im Hessischen Landtag beschreiben. Statt den Klimawandel zu ignorieren, setzt diese Koalition darauf, dass Hessen seiner Verantwortung für Klimaschutz, für Umweltschutz und für Naturschutz gerecht wird, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir den integrierten Klimaschutzplan auf den Weg gebracht. Deshalb haben wir den Ökoaktionsplan. Deshalb haben wir uns schon lange, bevor das Thema Insektensterben in der breiten Mehrheit der Bevölkerung angekommen ist, um dieses Thema gekümmert. Und deshalb haben wir eine Umweltministerin, die endlich tatkräftig all diese Bereiche ankommt. Und weil diese Umweltministerin aus Herborn kommt, sagen wir, mir freue sich, dass wir eine solche Umweltministerin hier haben. Zweiter Punkt.
Zweiter Punkt. Statt wie die FDP gegen Windmühlen zu kämpfen, hat mit und durch uns die Energiewende in Hessen endlich Fahrt aufgenommen. Vor Kurzem haben wir das 1000. Windrad in Betrieb nehmen können hier in Hessen. Wir sind dabei, die Regionalpläne anzupassen, damit das, was Florian Rentsch damals noch auf den Weg gebracht hat und von dem die FDP heute nichts mehr wissen will, nämlich 2% der Landesfläche für Windenergie auszuweiten, damit das tatsächlich auch geschieht. Und wir kümmern uns um die Energieeffizienz. Wir werden die Probleme allein in Hessen nicht lösen können, aber wir leisten einen wesentlichen Beitrag, weil nur so kann eine verantwortliche Energiepolitik funktionieren, dass jeder an seinem Ort seinen oder ihren Beitrag dazu leistet, meine Damen und Herren. Und weil ich bei den Kolleginnen und Kollegen der FDP war, statt wie früher Politik ausschließlich mit dem Blick durch die Windschutzscheibe zu machen in der Verkehrspolitik, haben wir die Verkehrswende auf den Weg gebracht. All die Schienenbauprojekte, von denen frühere FDP-Verkehrsminister immer nur geredet haben, die sind jetzt auf dem Weg. Die Regionaltangente wird geplant, andere Projekte werden endlich auf den Weg gebracht. Wir haben eine Rekordförderung bei Bussen und Bahnen, wir haben eine Rekordförderung beim Radverkehr und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wir haben auch eine Rekordförderung beim Straßenbau, weil wir wissen, dass alle Verkehrsträger ineinander greifen müssen und weil wir nur so die Mobilitätsanforderungen der Gesellschaft bewältigen können. Alles gehört zusammen, und wir haben das auf den Weg gebracht und nicht diejenigen, die sonst immer glauben, sie hätten bei der Verkehrspolitik die Weisheit mit Löffeln gefressen. Vierte Feststellung. Statt ideologischer Zwangsbeglückung steht endlich Bildungs- und Chancengerechtigkeit im Mittelpunkt unserer Bildungspolitik. Ja, wir wollen, dass es an immer mehr Schulen mehr Zeit zum Lernen und mehr Zeit zur Förderung gibt. Deshalb haben wir die Mittel für das Ganztagsschulprogramm in einem Maße aufgestockt und kommen jährlich so viele Stellen neu hinzu, wie es das in Hessen noch nie gegeben hat. Und, meine Damen und Herren, wir wollen, dass wir in den Orten mit den größten Herausforderungen, mit der herausforderndsten Schülerschaft, wir die besten Schulen haben. Deshalb machen wir die Lehrerzuweisung nach Sozialarbeit. Deshalb bringen wir 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen genau an diese Schulen. Und, meine Damen und Herren, wir wollen, dass Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam die Schule besuchen können. Deshalb schaffen wir dafür die Voraussetzungen. Fünfter Punkt. Statt die Konflikte früherer Jahre fortzusetzen, haben wir mit unserer Hochschul- und Forschungspolitik bundesweite Maßstäbe gesetzt. Es gibt kaum ein anderes Bundesland, was mit dem Hochschulpakt seinen Hochschulen eine so dauerhafte und so verlässliche Finanzierung garantiert. Es gibt kaum ein anderes Bundesland, was das tut. Und es gibt überhaupt kein anderes Bundesland, meine Damen und Herren, was beim Hochschulzugang beruflich Qualifizierter eine so weite Öffnung gemacht hat, wie wir das hier in Hessen getan haben. Und weil es vorhin ja einmal eine Rolle gespielt hat, die Gleichwertigkeit von akademischer Ausbildung und von beruflicher Ausbildung, genau dafür ist das ein Meilenstein, den wir hier gemacht haben, weil es an dieser Stelle keine Sackgassen mehr im Bildungssystem gibt. Wer eine Lehre gemacht hat, kann später auch an die Hochschule gehen. Hier haben wir eine entscheidende Bildungshürde schlicht und ergreifend eingerissen, meine Damen und Herren. Statt die Gesellschaft zu spalten, setzen wir auf den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ich habe das Sozialbudget schon angesprochen. Es steigt jetzt mit diesem Haushalt auf über 100 Millionen € an, weil wir wissen, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, denen es nicht so gut geht, weil wir wissen, dass es Menschen gibt, die Probleme in ihrem Leben haben und ohne die Unterstützung anderer nicht wieder ein selbstbestimmtes Leben führen können. Wir wissen, dass das Thema bezahlbarer Wohnraum uns herausfordert.
Deshalb haben wir die Mittel für den sozialen Wohnungsbau vervierfacht. 1,6 Milliarden Euro innerhalb von 5 Jahren stehen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Das zeigt, wir stellen uns auch hier unserer Verantwortung und den Herausforderungen, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben. Wir kümmern uns um die Integration der Menschen, die neu nach Hessen gekommen sind, mit den beiden Aktionsplänen für die Integration von Flüchtlingen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und jetzt, Staatssekretär Klose und Sozialminister Grüttner werden das nächste Woche vorstellen mit dem Integrationsplan, weil unsere Sozialpolitik nicht nur für Flüchtlinge, nicht nur für Migrantinnen und Migranten, sondern für alle hier lebenden Menschen ein ganz einfaches Prinzip hat. Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Dabei wollen wir die Menschen in unserem Land unterstützen. Statt auf eine einseitige Förderung von Hochkultur setzen wir auf die Vielfalt kulturellen Wirkens in Stadt und Land. Deshalb haben wir die Mittel für die soziokulturellen Zentren in unserem Land und für die freien Theater verdoppelt und legen jetzt noch einmal etwas nach im Doppelhaushalt. Deshalb fördern wir die vielen Kulturinitiativen für kleine Filmfestivals, für kulturelle Initiativen auf dem Land mit zusätzlichen Mitteln in diesem Doppelhaushalt. Und deshalb kümmern wir uns auch im Großen um die Filmförderung, indem wir sie komplett neu aufgestellt haben, damit Hessen auch in diesem Bereich im Konzert mit den anderen Bundesländern mitspielen kann, meine Damen und Herren. Das waren 7 Beispiele, wo wir einen klaren Kurs haben, wo wir teilweise neue Akzente gesetzt haben, wo wir aber uns auf jeden Fall von einer Opposition unterscheiden, die allen alles verspricht, ohne zu sagen, wie sie das eigentlich finanzieren will. Meine Damen und Herren, wir wollen ein Hessen, das seiner Verantwortung für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen gerecht wird. Wir wollen ein Hessen, in dem es gerecht zugeht und in dem jeder an der Gesellschaft teilhaben kann. Und wir wollen ein Hessen, in dem sich jeder unabhängig von Geschlecht, Glauben, Herkunft, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität frei entfalten kann. Das ist das Hessen, an dem wir arbeiten. Hierfür haben wir eine ganze Menge erreicht. Wir wissen, es bleibt auch noch eine Menge zu tun. Packen wir es weiter entschlossen an. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Herr Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Hessen steht gut da. Die Landesregierung eher nicht. Also, ich habe mich mal kundig gemacht bei den Umfrageinstituten. Da konnte ich feststellen, es gibt einen Unterschied. Also, die Grünen profitieren, die wachsen. Die CDU verliert schneller, als die Grünen wachsen. Darum hat diese Landesregierung keine Mehrheit mehr. Aber was sind schon Umfragen? Ich muss sagen, ich habe so ein Gefühl. Ich bin jetzt seit 4 Jahren hier dabei und beobachte, was diese Landesregierung tut. Und ich habe so das Gefühl, dass es schlecht für sie aussieht. Das ist ein Gefühl. Wo kommt das her? Ich habe den Eindruck, Sie haben mit Ihren Ausschüssen, mit Ihren Kommissionen, Ihren runden Tischen, haben Sie versucht, die
Presselandschaft, die Opposition einzuschläfern. Das ist aber nicht ganz gelungen, sondern Sie haben sich selbst eingeschläfert, ist mein Eindruck. Und darum ist das, was Sie hier darstellen und darlegen oder was Sie hier auch vorgestellt haben, doch einmal einer genauen Betrachtung wert. Wir sind jetzt im vierten Jahr Ihrer Regierungszeit. Das ist die letzte große Haushaltsaussprache vor der Wahl. Und darum erlauben Sie mir, dass man vielleicht auch einmal ein bisschen Bilanz zieht, weil eine Umfrage oder mein Gefühl sind vielleicht nicht ausreichend für alle Anwesenden hier eine Bilanz zu ziehen. Und wie macht man das am besten? Man misst die Regierung an dem, was sie sich denn selbst vorgenommen hat. Und ich habe mir mal erlaubt, im Koalitionsvertrag die Präambel anzuschauen. Was ist denn sozusagen vor dieser Regierung gesetzt? Was ist denn das, was Sie denn hier den Bürgerinnen und Bürgern in diesen fünf Jahren bieten wollten? Verlässlich gestalten, Perspektiven eröffnen. Ich zitiere: Wir wollen den Wohlstand erhalten, Hessen nachhaltig gestalten und den Menschen Sicherheit bieten. Unser Leitmotiv dafür ist die ausgewogene Balance aus wirtschaftlichem Wohlstand und ökologischer Vernunft, individueller Freiheit und legitimen Sicherheitsbedürfnissen, der Übernahme von Verantwortung füreinander, für die nachfolgenden Generationen. Wir erkennen die Vielfalt der Gesellschaft in unserem Land an und wollen den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Unterschiedlichkeiten Chancen bieten. Unsere Vorhaben für die bevorstehenden fünf Jahre sind von dem Gedanken getragen, gemeinsam Hessen weiter voranzubringen. Dann stehen so tolle Sätze noch, Überschriften, Schöpfung bewahren, Wohlstand erhalten, Wahlfreiheit und Vielfalt fördern, Bürgergesellschaft stärken. Dann habe ich natürlich mir erst einmal überlegt, na ja, das könnte ja direkt aus dem grünen Wahlprogramm stammen. Das ist mir so eingängig gewesen, das könnte direkt aus dem grünen Wahlprogramm stammen. Und jetzt hatte ich den Koalitionsvertrag bei Ihnen auf der Internetseite der Grünen ja mir angeschaut. Da dachte ich, na ja, den Grünen traue ich ja einiges zu. Womöglich haben die ihre eigene Präambel da reingeschrieben, und die Union weiß das womöglich gar nicht, dass diese Themen so in dieser Präsenz zu sehen sind. Darum habe ich dann gedacht, na ja, gut, dann guckst du mal, bevor du das hier im Landtag aufrufst, mal, was steht denn auf der CDU-Internetseite zum Wahlprogramm. Dann habe ich da gegoogelt und geguckt und habe dann auch da Suchen eingegeben. Nach längerer Zeit habe ich auch das Wahlprogramm gefunden. Und dann wollte ich es anklicken. Und dann kam bei der CDU Fehler 404. Also bei der Digitalisierungspartei CDU kam Fehler 404 bei der Frage, was ist denn da mit diesem Wahlprogramm oder mit dem Koalitionsvertrag los? Und da habe ich mir dann schon überlegt, na ja, gut, ich gehe mal davon aus, dass das, was in dieser Präambel steht, tatsächlich für die gesamte Koalition gilt. Und dann habe ich mir mal die Gedanken gemacht, was ist denn das, was dort hervorgehoben worden ist? Wohlstand bewahren. Also manche hätten ja gesagt, Wachstum ist was Gutes, Wohlstand mehren. Sie sind zufrieden damit, den Wohlstand zu bewahren. Und wenn ich mir den Landessozialbericht anschaue, und wir wissen alle die Problematik, die die relative Armutsberichterstattung nun mal mit sich zieht, dass also die relative Armut natürlich ein besonderer Begriff ist, aber was man ablesen kann, ist schon, gibt es einen sozialen Aufstieg in unserem Land oder wird es eben weniger sozialen Aufstieg geben? Und dieser Landessozialbericht schreibt Ihnen ins Stammbuch, es gibt in diesem Hessenland weniger sozialen Aufstieg wie noch vor wenigen Jahren. Und darum ist diese Frage, Wohlstand bewahren, sicherlich nicht positiv zu beantworten. Und da kommen natürlich noch andere Fragen, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Sie haben sich ja auch auf nachhaltige Finanzpolitik eingestellt oder davon geredet. Ich werde dann nochmal auf diesen Punkt nachher eingehen. Schöpfung bewahren, da haben Sie kennen mich ja, dann habe ich meine eigene Sicht auf die Dinge, die Sie ja leider nicht teilen. Sie sind ja immer noch im Glauben, dass Beton in die schönsten Regionen Hessens verstreut, dass das toll wäre und die Schöpfung schützt. Also da bin ich mir ganz sicher, da sind Sie auf jeden Fall auf dem Holzweg. Sie bejubeln das tausendste Windrad in den FFH-Gebieten unseres Landes, in den schönsten Waldgebieten, die wir noch hatten. Da muss ich Ihnen sagen, da konterkarieren Sie Ihre eigenen Aussagen. Aber ich
möchte ja eigentlich auf einen wichtigeren Punkt. Es geht mir um ein Thema, das uns als Freien Demokraten natürlich sehr am Herzen liegt, und das ist die Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftspolitik liegt uns sehr am Herzen, und dazu haben Sie auch etwas ausgeführt. Das ist Ihr Leitbild. Der Ministerpräsident hat einiges dazu heute gesagt. Ich muss sagen, ja, beim Herrn Wagner war das jetzt nicht ganz so zentral. Wundert mich auch nicht, dass Wirtschaftspolitik nicht ganz so zentrale Rolle spielt bei Ihnen. Die Balance aus wirtschaftlichem Wohlstand und ökologischer Vernunft, das ist Ihr Leitbild, hinter dem Sie stehen. Also ein Abwägen dieser beiden Wirtschaft und Umwelt, dieser beiden Faktoren. Und jetzt zeigt sich aus meiner Sicht ein großes strukturelles Problem in dieser Landesregierung, das die Union, der Ministerpräsident, zu verantworten hat, weil er in der Zusammenstellung seines Kabinetts beide Ministerien, sowohl Umwelt als auch Wirtschaft, in grüne Hände gelegt hat. Das führt nicht zu einem Abwägen dieser beiden wichtigen Punkte in der Regierungspolitik, sondern es ist eine klare Tendenz in dieser Politik hier zu sehen, zwischen Al-Wazir und Priska Hinz. Das ist jetzt ausdrücklich nicht persönlich gemeint gegen Tarek Al-Wazir, sondern es geht um seine Funktion als Wirtschaftsminister. Das möchte ich hier noch einmal deutlich machen. Und vielleicht ist es auch ganz natürlich, dass er als Grüner gewisse politische Präferenzen hat. Also, unser Wirtschaftsminister hat ein Problem im Flughafen, der größten Arbeitsstätte Hessens. Damit hat er ein Problem. Er hat ein Problem mit Straßen. Er hat auch ein Problem, neue Brücken zu bauen. Er hat auch ein Problem, neue Tunnel einzuweihen. Und er hat natürlich auch ein Problem mit dem Finanzmarkt. Und er hat auch ein Problem mit der chemischen Industrie. Die vergiftet ja die Umwelt. Dann hat er ein Problem mit der Pharmaindustrie. Die macht ja Tierversuche. Also überall hat er so als Wirtschaftsminister so seine kleinen Vorbehalte, die ihm scheinbar es nicht möglich machen, entscheidend einzutreten für die Wirtschaftspolitik in unserem Land. Und ich möchte das, wir haben das ja heute schon einmal von Thorsten Schäfer-Gümbel gehört, und einige Ausführungen sind ja auch von der Regierung gemacht worden. Ich kann es Ihnen aber nicht ersparen. Die Verkehrspolitik in Hessen. 2012 zu heute 120.000 Staukilometer mehr. Dreimal um den Globus können wir uns stauen. Und dann haben wir in diesem Jahr diskutiert den Bundesverkehrswegeplan und wie sich Hessen dort aufstellt. Die Bundesregierung investiert in die Bundesfernstraßen und hat Hessen mit 8 Milliarden € bedacht. 8 Milliarden € sollen in Hessen für Autobahnen und Bundesstraßen verbaut werden. Was macht unser Verkehrsminister? Er will 40% dieser Maßnahmen überhaupt gar nicht planen. Er will 40% dieser Maßnahmen gar nicht planen. Und er musste ja sogar vom Bundestag mehr oder minder auf manche Maßnahmen hinaufgehoben werden von den Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD, die dann Maßnahmen aufgenommen haben, die der Verkehrsminister hier als nicht prioritär sah, der Bundestag schon. Was macht Tarek Al-Wazir? Er beplant sie dann einfach gar nicht. Und das ist in der Situation, in der sich Hessen und das Stauland Hessen befindet, schon für einen Wirtschaftsminister besonders erwähnenswert. Und damit das nicht so theoretisch ist, für alle Bürgerinnen und Bürger, die auf der A3 im Stau stehen, für alle Bürgerinnen und Bürger, die auf der A5 im Stau stehen, kann sich bei unserem Verkehrsminister auch in Zukunft bedanken, dass dort nichts vorangeht. Aber ich will es auch noch einmal konkreter machen. Es geht nicht nur um die Autobahnabschnitte. Es geht auch um Umgehungsstraßen, die genutzt werden können als Umgehungsstraßen. Neubau B3 Karben-Kloppenheim, Neubau B3 Karben-Okarben, Neubau B3 Butzbach, Neubau B8 Limburg, Neubau B8 Glashücken, Neubau B8 Waldems-Esch, Neubau B38 Rimbach, Neubau B38 Fürth, Neubau B38 Groß-Biberau, Neubau B62 Buchenau, Neubau B62 Philippsthal, Neubau B253 Frohnhausen, Neubau B275 Friedberg,
Neubau B275 Obermörlen, Neubau B455 Wiesbaden-Fichten, Neubau B486 Rödermark-Urberach. Das sind ganz konkrete Projekte, auf die Sie vorsätzlich verzichten, wo Kommunen und Bürgerinnen und Bürger in diesem Land jahrelang auf Entlastung warten. Das ist unverantwortlich, was Sie hier tun. Von Riederwaldtunnel will ich gar nicht mehr anfangen. Von den Dauerbrennern, den Autobahnen, das überblättere ich hier jetzt an der Stelle auch mal. Aber dann, was bleibt denn noch? Was ist denn noch so ein Thema, das uns allen aus den Händen brennt und wo auch immer viel darüber gesprochen wird? Das sind Gründungen, neudeutsch Start-ups. Was ist denn bei der Landesregierung beim Bereich Start-up und Gründung? Was passiert denn da? Da gibt es eine Internetseite, da kann man ein bisschen im Internet surfen. Wir haben hier in Hessen, wir haben die Universitäten, wir haben die Banken, wir haben einen Internetknoten, wir haben Rechenzentren, wir haben eigentlich alles, was man braucht, um eine gute Landschaft für Gründung zu organisieren. Wo stehen wir in Hessen, Herr Minister? Wo stehen wir im Start-up-Barometer? Wo stehen wir da? In Berlin wurden 2016 1 Milliarde € in Start-ups investiert. In Bayern 500 Millionen. In Sachsen 100 Millionen. Und in Hessen liegen wir mit 49 Millionen noch hinter Brandenburg. Hinter Brandenburg. Jetzt ist die Frau Wissler nicht da. Aber da liegen wir hinter Brandenburg. Und da kann ich Ihnen nur sagen, bei allen schönen Reden, die Sie hier halten, Sie haben eigentlich eine Menge zu tun und eine Menge Aufgaben, denen Sie nicht gerecht werden. Alle Investitionen in Start-ups machen in Hessen nur 5% von dem aus, was in Berlin investiert wird. Und das ist für Hessen mit Sicherheit kein Ruhmesblatt. Und auch da kann ich Ihnen nur sagen, als Wirtschaftsminister werden Sie Ihren Herausforderungen nicht gerecht. Aber mir geht es an dieser Stelle auch noch um etwas, was einem schon wehtun kann, was man, wenn man Wirtschaftspolitik beobachtet, wenn man als Abgeordneter im Land unterwegs ist, dann muss ich sagen, wie man mit den Industriearbeitern in unserem Land umgeht, das ist schon ein starkes Stück. Wie man mit Industrieunternehmen umgeht, das ist schon schwierig. Und ich will auch sagen, wer eine Wirtschafts- und wer eine Energiepolitik vertritt und sich rühmt für diese Energiepolitik, aber der muss auch gleichzeitig bereit sein, für die Nebenwirkungen dieser Politik auch die politische Verantwortung zu übernehmen. Und damit es mal nicht so theoretisch ist und so abstrakt, will ich auch hier mal eine Liste vortragen. Wellawerk Hünfeld, 400 Arbeitsplätze. Mundi Pharma in Limburg, 600 Arbeitsplätze. Sanofi Industriepark Höchst, 600 Arbeitsplätze. Spezialguss Wetzlar, 140 Arbeitsplätze. Karl Zeiss in Wetzlar, 220 Stellen. Bosch Rexroth, 150 Arbeitsplätze. Rotenstock Lang, 140 Arbeitsplätze. Autozulieferer Johnson Controls, 700 Beschäftigte. Continental Carbon, 160 Jobs. Jetzt Siemens, Kraftwerksbauer, Turbinenbauer, 800 Menschen von Arbeitslosigkeit bedroht und so weiter und so fort. Das sind Folgen einer falschen Energie- und Industriepolitik, für die auch Sie stehen. Sie können da versuchen, das zu negieren, aber das sind Fakten. Das sind Fakten. Das ist in Hessen passiert. Das ist die Folge von Ihrer Politik. Sie können nicht nur eine Rosinenpickerei hier betreiben, sondern Sie müssen sich auch den Realitäten stellen. Und Sie machen sich hier manchmal, glaube ich, es sehr leicht. Und jetzt komme ich mal zur Haushaltspolitik. Wir haben ja heute schon einiges gehört vom Ministerpräsidenten und auch von Herrn Wagner. Mit gewaltigen Zahlen wurde hier operiert. Und ich muss, wenn ich diesen Haushalt mir anschaue, an einen Satz denken. Ich glaube, der kam aus der Pressekonferenz des Landesrechnungshofes. Haushalte werden in den fetten Jahren ruiniert. Und auch wenn das die Regierung so ein bisschen von sich schiebt, zweifelsfrei,
leben wir in guten finanziellen Zeiten für die öffentlichen Haushalte. Und wie ruiniert man öffentliche Haushalte? Indem man die Politik der Gießkanne oder, wie das hier in Hessen ja heißt, eierlegende Wollmilchsau betreibt, für alles glaubt, Geld zu haben, ohne tatsächlich strukturell die Entwicklung des Haushalts im Auge zu haben. Mehr Einnahmen führen einfach nur zu mehr Ausgaben und zum Stellenaufwuchs. Und damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was denn tatsächlich an Mehreinnahmen da ist, gesehen auf 2013, also als Sie hier dann als Regierung angetreten sind, haben wir 2018 4,5 Milliarden mehr. Für 2019 gehen Sie von 5 Milliarden mehr aus. 2018 sind es auf 2013 gesehen 28% mehr. Das ist für 2019 ein Drittel mehr. Ein Drittel mehr Einnahmen. Und das sind wirklich fette Jahre. Und genau. Guter Zwischenruf. Was ist mit den Ausgaben? Da komme ich ja gerade dazu. Der Subventionsbericht der Landesregierung sagt, die Subventionen sind um 80% angestiegen. So viel zu den Ausgaben, die Sie damit tätigen. Und wenn ich dann für das eigentlich wirklich Wichtige, zu dem wirklich Wichtigen komme in der Haushaltspolitik, dann sind wir bei den Investitionen. Was investieren Sie denn tatsächlich in Hessen laut Ihrem eigenen Haushaltsplan? Wir hören ja hier immer Milliardensummen, die Sie hier uns präsentieren, in 5 Jahren, in 12 Jahren, in 3 Jahren. Das wird dann immer ein bisschen leiser gesagt. Aber was steht denn an Investitionssumme im Haushalt zur Verfügung? Und dann schaue ich mal 2012 eine Investitionssumme an, die wir im Haushalt hatten, also wo wir rund ein Drittel weniger Geld hatten. Rund ein Drittel weniger im Haushalt hatten, haben wir 2012 2,1 Milliarden Euro investiert. Jetzt könnte ich Sie fragen, Herr Finanzminister weiß es sicher, was haben wir denn jetzt 2019 im Haushalt stehen als Investition? 2,2 Milliarden Euro. Ein Drittel mehr Einnahmen und 100 Millionen mehr Investitionen. Das ist doch keine Glanzleistung dieser Regierung. Das ist doch keine Glanzleistung dieser Regierung. Und wenn Sie sich dann noch die Entwicklung angucken, 2018 im Wahljahr, wenn wir 8% Investitionsvolumen haben, und dann, wenn die Wahl rum ist, dann geht es wieder auf 7,5% runter. Das ist doch keine Zukunftspolitik, sondern Sie verkonsumieren den Zuwachs im Haushalt einfach und investieren nicht in die Zukunft dieses Landes im Haushalt ablesbar. Wo ist denn das ganze Geld dann hin? Sie haben einen Stellenaufwuchs im Stellenplan von über 10.000 Stellen. Seit 2015 ein Aufwuchs von Stellen im Stellenplan von über 10.000 Stellen. Jetzt muss man fair sein. Davon sind natürlich auch ein paar Umbuchungen, die in den Stellenplan übernommen sind. Ein paar ist gut, das sind über 4.000. Und natürlich haben Sie auch in Stellen investiert, in denen wir uns jetzt nicht dringend wehren würden. Sie haben im Schulbereich investiert. Da werden wir sicherlich nicht kritisieren. Sie haben im Innenbereich investiert in Stellen. Aber Sie haben trotzdem immer noch einen Stellenaufwuchs von weit über 1.000 Stellen, die eben nicht im Innen- oder im Schulbereich untergebracht sind und die auch nicht von Umbuchungen stammen. Und wenn ich mir überlege, wenn ich mal die alte Landesregierung, die schwarz-gelbe Landesregierung, mir vor Augen führe, 2.500 Stellen bei den Lehrern mehr, trotzdem haben wir in Summe 658 Stellen eingespart. Und Sie legen heute locker über 1.000 Stellen obendrauf. Da verbraten Sie das Geld und ein Stück weit die Zukunft unseres Landes. Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind doch garantiert Stellen, die brauchen wir. Das sind ganz wichtige Stellen für die soziale Gerechtigkeit, für die Ökologie, für die Bildung. Jetzt sage ich mal, ich nehme mal die Staatskanzlei raus. Das bietet sich ja immer an. Staatskanzlei 2014 bis 2019, Stellenaufwuchs. Stellenaufwuchs Staatskanzlei 2014 bis 2019, 63 zusätzliche Stellen im höheren Dienst seit 2014. Ich sage sie Ihnen auch einmal. 2x B6, 4x B3, 2x B2, 28x A16, 4x A15, 22x A14, 1x A13, insgesamt 63. Und jetzt haben wir die Stabsstelle ländlicher Raum noch gar nicht dabei. Da kommt noch ein B3 und 2x A16 obendrauf, damit es auch nicht weniger wird. Aber jetzt
Zeigen Sie bitte auch, dass das dieses Europaministerium des Kollegen Hahn ist. Genau. Das sind alles so. Die Stellen, die der Kollege Hahn hat. Sie können ja gerne noch einmal hier vorgehen und können sich noch einmal dazu äußern. Sie können das ja gerne noch einmal klarstellen. In der Staatskanzlei haben wir einen wunderbaren Stellenaufwuchs. Und ich möchte dann auch noch einmal auf diese gewaltigen Pressekonferenz mit diesen gewaltigen Zahlen eingehen, die Sie immer präsentieren. Diese gewaltigen Zahlen. Sie hatten ja jetzt wieder einen Aufschlag gehabt. Also zum ländlichen Raum hatten Sie einen Aufschlag. Und dann, wenn man sich diese Milliardenzahlen dann anguckt und dann einfach mal das aufdröselt, die Offensive der Landesregierung fasst lediglich zusammen, was bereits gibt. Von angeblich 1,8 Milliarden Euro in zwei Jahren sind 1,3 Milliarden KFA. Reingerechnet wurden 100 Millionen € für den Landesstraßenbau, europäische Fördermittel 300 Millionen € und noch ein bisschen was obendrauf, plus die Stabsstellen. Das ist doch alles schon Geld, das Sie schon drei- oder viermal vermarktet haben. Damit versuchen Sie immer wieder, Aktionismus darzustellen. Das ist Symbolpolitik ohne Wirksamkeit. Und ich glaube, die Presse hat es auch langsam durchschaut. Also diese Finanzpolitik, die uns jetzt hier vorgestellt worden ist, aus unserer Sicht Gießkanne, eierlegende Wollmilchsau, aber ohne klare Schwerpunktsetzung, ohne klare Zukunftsperspektive. Und ich habe Ihnen ja vorhin die Präambel vorgelesen, was Sie bei der Präambel ja gar nicht gefunden haben. Im Koalitionsvertrag gibt es das dann schon irgendwo. Was Sie da nicht gefunden haben, ist die Digitalisierung, ist die Bildungspolitik prominent. Und natürlich die Wirtschaftspolitik finden Sie da auch nicht in der Form, wie wir das wollen, nämlich mit klaren Akzenten. Sie haben die wichtigen Herausforderungen nicht abgebildet. Und Sie haben auch die Strukturen in der Regierung so geschaffen, dass in dem entscheidenden Bereich zwischen Umwelt und Wirtschaft es dieses grüne Übergewicht gibt. Und am Ende es immer zulasten der Wirtschaft ausgeht, wenn hier abgewogen wird. Und wenn ich mir dann ansehe, Sie haben auch diese Ziele nicht definiert. Sie haben diese Erwartungshaltung aus meiner Sicht überhaupt nicht perspektivisch nach vorne gerichtet. Sie haben hier vorhin so ein bisschen versucht, Brücken zu bauen und so einen Ausblick zu geben, aber tatsächlich eine Vorstellung, wie Sie dieses Land voranbringen können und was die Herausforderungen sind, die habe ich von Ihnen nicht gehört. Und wissen Sie, was die Voraussetzung dafür ist? Dass man tatsächlich die Realitäten dort wahrnimmt und dann auch aus diesen Fakten heraus Schlüsse zieht und arbeitet und dann diese Probleme angeht und diese Probleme benennt und dann auch daran arbeitet. Und da ist die Bildungspolitik ganz vorne. Da ist die Bildungspolitik ganz vorne und auch da lässt sich einiges darstellen. Aber wenn man jetzt hier, wie wir, vier Jahre im Landtag als Opposition dabei ist und sich dann fragt, wenn man bei den Zielen nicht wirklich vorankommt, wenn man die wirklichen Schwerpunkte nicht erkannt hat, wieso fühlt man sich denn eigentlich in dieser Regierung so wohl? Warum ist Schwarz-Grün eigentlich so selbstzufrieden und glücklich? Warum liegt man sich in den Armen und fühlt sich so wohl? Das fragt man sich als Opposition, wenn man denkt, was hat man denn da so vorzuweisen? Sie haben ein bisschen Glück, Sie haben große Einnahmen, Sie können ein bisschen Geld ausgeben, aber was ist denn, wo ist denn diese politische Botschaft dieser Landesregierung und warum fühlen Sie sich denn eigentlich so wohl? Warum sind Sie so zufrieden? Man hat jetzt, also ich habe jetzt mal versucht, mich da hineinzuversetzen. Und ich glaube, es gibt da so eine Agenda, so eine eigene Agenda von Schwarz-Grün. Und die hat so einen inneren Zusammenhalt in dieser Koalition erzeugt. Und wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, und dann wird mir klar, es sind diese alten Konflikte, es sind diese alten Konflikte zwischen den Konservativen, zwischen den Grünen, linken, grünen Kindern, die ausgezogen sind zu Hause, die dann hier in diesem Landtag zum härtesten Landtag aller Zeiten geführt haben, in Hessen sowieso, in Deutschland und überhaupt. Also diese harten Auseinandersetzungen, diese tiefen Verletzungen. Ich spreche mal hier von Joschka Fischer und Roland Koch, wo es sehr richtig zur Sache gegangen ist. Und jetzt findet das zusammen. Jetzt finden die beiden zusammen, die hier die größten Antipoden waren. Die finden zusammen. Schwarz-Grün, der alte Konflikt zwischen den konservativen Eltern und der aufsässigen Jugend, der alte Konflikt Vater und Sohn, ein Stück weit symbolisiert in unserer Landesregierung,
durch den Ministerpräsidenten und Tarek Al-Wazir. Die beiden haben sich hier zusammengefunden, und die Regierungsarbeit ist als eine Arbeit gesehen, keine neuen Wunden. Die Wunden sollen heilen. Man will sich nicht wehtun. Man geht den Konflikten aus dem Weg. Man beschließt hier Anträge, dass man Dinge nicht besprechen will. Das ist sozusagen die Agenda, die Sie hier so zufrieden macht. Und das ist tatsächlich etwas, was Sie hier leben. Und das alles ist unglaublich vergangenheitsbezogen. Sie leben in einer Vergangenheit und können sich deshalb der Zukunft nicht stellen. Ihr ganzes Agieren arbeitet sich an dieser Vergangenheit ab. Und deshalb sind Sie auch so zufrieden mit sich, weil Sie in dieser Vergangenheit leben und nicht in der Lage sind, die Zukunft zu meistern, sie überhaupt entsprechend anzunehmen. Und ich will auch noch einmal auf die wichtigen Punkte aus unserer Sicht eingehen. Ich habe ja ausreichend Redezeit heute. Vielen Dank noch einmal. Die entscheidenden Punkte, auf die es uns ankommt und die für uns für die Zukunft absolut herausragend sind, sind natürlich die bildungspolitischen Themen. Wir haben in Hessen zweimal einen Wissenschaftsminister gestellt. Wir haben die Universitäten auf eine gute finanzielle Grundlage gestellt, eine Struktur geschaffen, die die jetzige Landesregierung fortgesetzt hat und die auch hier überhaupt nicht mehr diskutiert wird, die auch der Kollege Wagner sogar im Hochschulpakt gelobt hat. Das sind Strukturen, die auf unsere Initiative in diesem Wissenschaftsbereich zurückgehen. Und darauf sind wir natürlich auch ein Stückchen stolz. Wir haben mit zwei Kultusministerinnen Grundlagen geschaffen in Hessen für eine gute Lehrerversorgung. Wir haben Grundlagen geschaffen für den Sozialindex. Wir haben Klassenvergleiche. Wir haben hier in Hessen Standards gesetzt in der Bildungspolitik. Und für die wollen wir auch weiter eintreten, und die wollen wir auch wieder herstellen, weil trotz der Stellen, die sie schaffen im Schulbereich, haben sie trotzdem die Schulen mit immer neuen Aufgaben befrachtet. Und dass die Schulen sich heute beschweren, dass wir Überlastungsmeldungen bekommen, die sind doch nicht erfunden. Man kann natürlich mehr Stellen zur Verfügung stellen, aber Sie haben ja auch eine Historie hier. Sie haben ja erst einmal versucht, Sie haben ja erst einmal im Grundschulbereich Stellen abgebaut. Sie haben in den Oberstufen Stellen abgebaut. Erst als die Eltern auf die Barrikaden gegangen sind, haben Sie diese Politik beendet. Und für uns ergibt sich, und das ist ganz wichtig für die Zukunft und hat sich auch in unseren Haushaltsanträgen dargestellt, für uns gibt es ein weiteres Betätigungsfeld in der Bildung. Für uns ein ganz zentrales Feld. Und das ist der Bereich der frühkindlichen Bildung. Wir glauben, dass wir hier innovativ sehr viel erreichen können für die Zukunft der jungen Menschen in unserem Land. Und ich war in einer meiner Kita-Besuchen bei einer Erzieherin, die sich sehr engagiert auch einbringt, die mich gefragt hat, Herr Rock, was dürfen eigentlich Kinder in Hessen kosten? Was sind uns Kinder in Hessen eigentlich wert? Was sind uns diese Kinder hier in meiner Kita wert? Und dann habe ich gesagt, eigentlich müssten sie uns alles wert sein, weil das ist die Zukunft unseres Landes. Und genau in die wollen wir investieren. Und da muss ich noch einmal deutlich machen, da unterscheiden wir uns von dem, was die Union macht, und auch ein Stück weit von dem, was die SPD macht. Bei uns steht die Kostenfreiheit der Familien nicht im Fokus. Wir haben uns nie dagegen gewehrt, und wir sind auch bereit, wenn das finanziell möglich ist, dort etwas zu tun. Aber der erste Schwerpunkt muss die Qualität sein. Weil von der Freistellung, von den Gebühren profitiert kein einziges Kind. Dadurch wird keine Erzieherstunde mehr im Kita geleistet. Da wird keine bauliche Verbesserung, da wird kein pädagogisches Mittel in der Kita mehr ermöglicht. Das ist nur eine sozialpolitische Maßnahme zur Entlastung der Familien, keine bildungspolitische Maßnahme, um Chancen von Kindern zu verbessern. Und da liegt unser Schwerpunkt. Und wenn Sie sich selbst einmal ernst nehmen und in Ihren Haushalt hineinschauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie für 2018 293 Millionen Euro für die Kitas als Unterstützung eingeplant haben. Das sind 16 Millionen mehr als im Vorjahr. Natürlich gibt es auch ein Aufwachsen der Betreuungssituation.
Und für 2019 haben Sie 242 Millionen € eingeplant. Das sind im Vergleich zu 2018 noch einmal 3 Millionen aufwachsen. Ich habe immer noch nicht genau gefunden, wo Ihre 50 Millionen € mehr für die Qualität ist. Entweder nehmen Sie woanders etwas weg oder schieben etwas hin und her. Aber im Gesamtbudget für die Kitas ist hier kein signifikanter Zuwachs in Ihrem Haushalt zu sehen. Und das ist eigentlich schade. Und wenn Sie im Vergleich sehen, was Sie bereit sind, in die Kostenfreiheit zu investieren, was Sie von jetzt auf gleich bereit sind, in die Kostenfreiheit der Kita in den ersten 6 Stunden zu investieren, da sind Sie 310 Millionen € ist Ihnen das wert. Die Qualität ist Ihnen 242 Millionen € wert, und die Kostenfreiheit ist Ihnen 310 Millionen € wert. Und zwar, das ging über Nacht. Das ging wie eine Sturzgeburt, waren plötzlich 310 Millionen € da für die Gebührenfreiheit. Und wissen Sie, was Sie mit 310 Millionen € finanzieren könnten? Sie können damit ein Drittel mehr Erzieher in den hessischen Kitas finanzieren und den besten Betreuungsschlüssel und die beste Zukunftsinvestition in Hessen gewährleisten. Das hätten Sie tun können, das haben Sie nicht. Sie haben sich für eine sozialpolitische Maßnahme entschieden. Und dann ist auch mal eine Botschaft an vielleicht die linke Seite in unserem Haus. Wir geben in Hessen mittlerweile 900 Milliarden € für Soziales aus, im weitesten Sinne. Mit Sozialversicherungen, nicht in Hessen, in Deutschland, Entschuldigung. In Deutschland 900 Milliarden € in Deutschland für Soziales aus. Das sind fast ein Drittel, das ist fast ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes unseres Landes. Trotzdem stellen wir fest, dass es immer noch eine große Ungerechtigkeit bei der Verteilung der Chancen gibt. Und trotzdem stellen wir fest, dass Ungleichheit durch immer mehr soziale Maßnahmen nicht aus der Welt geschafft werden kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Frage der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft mittlerweile viel mehr eine Bildungsfrage ist, als wir das glauben. Und deshalb ist jede Investition in die Bildung auch eine gerechte Investition in die Zukunft der Menschen in unserem Land. Wir haben, es wurde der Vorwurf hier geleistet, wir hätten was nicht, also die Opposition würde nicht seriös finanzieren. Wir haben uns die Mühe gemacht, im Sozialetat selbst, im Einzelplan 8 selbst, 300 Millionen € im Sozialetat selbst, 300 Millionen € für diese bildungspolitischen Maßnahmen herauszuwirtschaften. Wir haben Kürzungen vorgenommen. In 2018 fehlen uns noch ein kleiner zweistelliger Millionenbetrag. Aber in 2019 haben wir vollständig unsere Investitionen aus dem Einzelplan 8 finanziert. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir deutlich machen wollen, dass die sozialpolitische Maßnahme der Freistellung der Gebühren eine gute sozialpolitische Maßnahme ist, für die man auch gut eintreten kann. Aber wir eine andere Priorität haben. Wir haben die Priorität, dieses Geld in die Qualität zu stecken, in die Zukunft der jungen Menschen, der Kinder in den Kitas zu stecken, damit die einen guten Weg gehen können. Und auch darum haben wir klar eine seriöse Finanzierung dafür. Und wir können das auch jederzeit deutlich machen und nachweisen. Es gibt noch eine Menge andere Themen, um die man sich kümmern muss in dem Land, vor allem in der Wirtschaftspolitik. Ich habe ja schon dargestellt, wie wir es eigentlich nicht machen wollen oder wie wir es für falsch halten. Das macht der jetzige Wirtschaftsminister. Wir brauchen natürlich eine Offensive, damit wir die Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, auch verbauen können. Wir brauchen eigene Investitionen. Auch da haben wir deutlich gemacht in Haushaltsanträgen, wie wir uns das vorstellen, wo wir dort den Schwerpunkt legen. Und wir brauchen in Hessen eine vernünftige Energiepolitik, die nicht zur Gefährdung des Industriestandorts in Hessen wird, sondern die Zukunft der Industriearbeitsplätze in Hessen gewährleistet und auch den Menschen, die dort arbeiten, die Sicherheit gibt, dass sie auch zum nächsten Weihnachten noch einen Job haben. Das Thema Wohnungsbau. Ich höre immer Wohnungsbau und Förderung. Ich glaube, im Wohnungsbau ist deutlich geworden, dass Instrumente wie die Mietpreisbremse nicht geeignet sind, um das Problem zu lösen, sondern sie sind ein Teil des Problems. Sie sind ein Teil des Problems, warum nicht ausreichend Wohnraum entsteht. Und diese Situation, da gibt es verschiedene Rahmenbedingungen.
Und nur mit Geld, das erleben Sie ja selbst, nur mit Fördermitteln kriegen Sie hier keinen selbsttragenden Investitionsschub im Bereich Wohnung hin. Sie müssen an die Rahmenbedingungen, Sie müssen die Rahmenbedingungen für die Kommunen verbessern an dieser Stelle. Sie müssen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern und Sie müssen natürlich ein investitionsfreundliches Klima schaffen. Und dann wird es auch im Wohnungsbau vorangehen. Beim Thema Digitalisierung, auch da möchte ich vor allem mal im Bildungsbereich ein paar Worte verlieren. Bei der Frage, werden Computer oder Tablets im Unterricht eingesetzt von Lehrpersonal? Gibt es einen internationalen Vergleich? Relativ aktuell. In diesem internationalen Vergleich, OECD-Vergleich, ist Kanada an der absoluten Spitze. Kanada ist absolut führend. Im oberen Drittel ist noch Niederlande. Im Mittelfeld Korea, Thailand, Türkei, dann geht es ins untere Drittel, da ist dann Kroatien. Und letzter, allerletzter in dem Bereich ist Deutschland. Deutschland ist in dem Einsatz von Computern und Tablets im Unterricht durch Lehrer absolutes Schlusslicht in der OECD. Und ich kann nur sagen, das ist eine Aufgabe für jedes Kultusministerium, für jede Lehrerfortbildung und für alle, die dort tätig sind. So kann das nicht bleiben. So können wir die Zukunft der Digitalisierung nicht gewinnen. Was sagt der Kultusminister dazu angesprochen? Der sagt dann so einen Satz, na ja, ein Tablet ersetzt ja kein Gehirn. Das ist richtig. Das behauptet auch keiner. Aber dass die Klassenzimmer heute in Deutschland immer noch so aussehen wie vor 20 Jahren, 30 Jahren, wenn Sie egal wo auf der Welt sind, in einem Drittweltland, genauso die Klassenzimmer aussehen wie bei uns, eine Tafel, Pult für den Lehrer, Tisch, ein paar Stühle, hinten ein Schrank mit ein paar Büchern drin, vielleicht noch ein Computer mit einem Drucker. So sieht das Klassenzimmer immer noch aus, und das ist nicht Zukunft. Das ist nicht Zukunft, wie wir sie uns vorstellen. Da muss investiert werden. Und darum, Hessen braucht eine Agenda 2030. Und warum 2030? Im Jahr 2030 werden in Deutschland 3 Millionen Fachkräfte fehlen. Wir leben heute noch in dieser Denkweise, dass wir Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit so im Kopf haben, in Hessen zum Glück nicht mehr. Wir werden in wenigen Jahren, in 12, 13 Jahren, wird der demografische Wandel im Arbeitsmarkt in aller Härte ankommen. Also das, was uns heute die Handwerksverbände, egal wer die Altenpfleger oder der Kultusminister mit den Lehrern, die Erzieher, überall fehlen Fachkräfte, das wird sich noch einmal in den nächsten 12 Jahren richtig, richtig steigern. Und wir müssen uns auf diese Situation vorbereiten, weil ein Stück weit hängt die Wohlfahrt unseres Landes davon ab, ob es uns gelingt, diese Herausforderung zu meistern. Und da gibt es ja nur wenige Stellschrauben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da sind wir schon weiter, da ist noch Potenzial. Wir haben das ganze Thema Einwanderungsgesetz, Einwanderung in den Arbeitsmarkt, qualifizierte Einwanderung. Ist nicht unproblematisch, wird auch nicht schnell funktionieren, wird immer noch mit Investitionen verbunden sein. Dann haben wir natürlich das ganze Thema Bildung. Wir müssen die Menschen fit machen, damit sie in einer anspruchsvollen Welt als freie, selbstbestimmte Menschen Entscheidungen treffen können. Es geht uns nicht darum, Menschen für die Wirtschaft auf den Weg zu bringen, dass sie tolle Produktionserfolge erzielen, sondern in dieser Welt, dieser vielfältigen Welt, wo die Menschen deutlich mehr Entscheidungen treffen müssen wie noch vor 30, 40, 50 Jahren, wo man tagtäglich herausgefordert ist, brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, in dieser herausfordernden Zeit sich zu behaupten und auch die Chancen dieser Zeit eben annehmen zu können. Und da ist die Bildungsfrage die entscheidende Frage der Zukunft. Und genau da wollen wir auch investieren. Und der vierte wichtige Bereich ist das Thema Digitalisierung. Die Wertschöpfung und die Möglichkeit,
effektiver und effizienter zu arbeiten, die Möglichkeit, dort Menschen für den Arbeitsmarkt gewinnen zu können, die jetzt in einer anderen Tätigkeit sind, aber die vielleicht in einer niedrigschwelligeren Tätigkeit sind und denen man die Möglichkeit zum Aufstieg geben muss. Und auch dort spielt die Bildung eine entscheidende Rolle. Und auch genau an der Stelle müssen wir rangehen, investieren. Wir haben wichtige Aufgaben, die wir angehen müssen. Wir können mit dem Weiter-so dieser Landesregierung diese Aufgaben auf keinen Fall lösen. Und deshalb ist unser klares Credo, wir haben wichtige Aufgaben. Wir haben wichtige Herausforderungen, und die Zeit wird immer knapper. Wir haben 4 Jahre nicht optimal genutzt. Sie haben 4 Jahre nicht optimal genutzt, um sich auf diese Herausforderung einzustellen. Und dazu gehört auch, dass wir hier als Politik den Dialog mit den Bürgern auch wieder verbessern. Wir haben einen guten Aufschlag gemacht. Wir werden eine Verfassungsänderung auf den Weg bringen in dieser Plenarwoche, die ich mir in der Form und dieser Breite nicht hätte vorstellen können. Das ist eine hervorragende Leistung dieses Hessischen Landtages in seiner Gesamtheit, der meine absolute Hochachtung hat. Dennoch würden wir uns natürlich noch das eine oder andere mehr wünschen. Wir werden dazu natürlich auch hier an der Stelle noch den einen oder anderen zusätzlichen Antrag stellen. Das wird die eine oder andere Fraktion hier auch noch tun. Dennoch respektieren wir und anerkennen diese Leistung, gerade die in der Enquetekommission mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammengebracht worden ist, und werden die auch ganz konstruktiv in dem, was wir gemeinsam vorangebracht haben, dann auch unterstützen. Und das ist das, wie ich mir auch vorstelle, wie wir diese Zukunft gewinnen. Wir hier im Hessischen Landtag, wir hier gemeinsam an den wichtigen Problemen arbeiten, aber nicht in einer gemeinsamen Soße, sondern klar in einer ordentlich geführten Diskussion, die Widersprüche hier ausgetragen und nach besten Lösungen suchend und ringend für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen, transparent, sichtbar, nachvollziehbar für die Bürgerinnen, dass sie auch wieder Spaß haben an der Politik. Da wollen wir daran mitarbeiten. Wir wollen eine Agenda 2030 gestalten. Das ist wichtig für Hessen. In dem Haushalt würden wir unsere, wenn Sie den Mehrheit finden würden, Anträgen, würden wir den Grundsatz oder die Grundlage dafür legen. Dafür möchte ich werben, und dafür treten wir als Freie Demokraten ein. Vielen Dank.